irgendwann kommen. Das bedeutet, ich brauche hier eigentlich jetzt jemanden, den ich einstellen kann. Ich bräuchte aber auch die Jägerhütte. Also ich bräuchte den Arbeiter für die Jägerhütte. Lasst mich überlegen. Wir haben jetzt wieder so kaum Brennholz. Das heißt, wir hätten überhaupt nichts hier reinzupacken. Außer die Perlen. Wir könnten die Perlen reinpacken. Gehe ich einfach mal auf 500 und naja, man kriegt selten Perlen, also wundert euch nicht. Ich hau es einfach mal hoch. Mit Perlen kann man handeln. So, die sind dann nämlich 10 wert. Aktuell haben wir halt keine Perle. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwo welche. Man könnte es ja noch ein bisschen Nahrung und Kräuter reinpacken. Ja, Nahrung ist so wertlos. Ich müsste quasi 2000 Nahrung reinhauen, damit ich irgendwas traden kann im Wert von 2000. Zum Beispiel für ein Seed oder so. Ja gut, okay, lass mich gucken, welche Art von Nahrung ich habe. Habe ich da 4000 Korn gesehen? Oh nee. Lutze, oder wie es auch immer heißt. Okay, wir schmeißen die Felder wieder an. Das ist eine gute Idee, Chrono. Da mache ich das so. Dann schreibe ich das aber mal. 2500 hier rein. Stellen wir jemanden ein. Oh, das reimt sich sogar. So, jetzt haben wir keinen Laborer mehr. Aber der gute Dude, der holt jetzt quasi alle Perlen, die wir haben, hier rein, in den Training Post. Und er holt uns quasi 2500. Was ist das nochmal für eine Nahrung? Letuze, ich hab's vergessen. Ich auch. Ah, okay, sehr gut. Letuze, ja, sieht komisch aus. Wie mache ich das Ding nochmal an? Ich hab's, ey, Leute, tut mir leid, echt. Salat. Pick up? Nee. Ah, Work. Genau. Auf Work, so. Schmeißen wir die drei wieder an. Das bedeutet an sich, dass ich jetzt doch mit... Gronn hat recht, ich werde mit Nahrung arbeiten beim Handeln. Von was habe ich... Fisch habe ich zu wenig, aber Fisch kommt eigentlich nach und nach. Ah, von diesen Dock. Okay, von den... Oh, wir haben nur zwei Perlen. GG. Ja, schon mal ein Wert von 20. Yay! Oh, und wir sind in Part 2. Herzlich willkommen. Also eigentlich ist es Part... Ich glaube, Part 11 müsste es jetzt sein. Wenn ich richtig liege. Wenn ich ganz richtig liege... Ich komme ans Mikro, sorry. Dann war es Part 11. Ja, zum Trinken werde ich mich jetzt nicht bemühen. Bin ich zu faul. Was habe ich noch so zum Handeln? Sind vielleicht Mushrooms wertvoller? Ich teste das gerade mal. Mal gucken, ob diese Mushrooms oder andere Ressourcen wertvoller sind. Ginger zum Beispiel. Sind Ginger wertvoller? Nö. Brauchen wir die nicht? Iron Tools könnten wir tauschen. Iron Tools, wir haben aktuell eigentlich genug Eisen. 113. Wir haben auch Logs 100. Das heißt, er könnte wieder Werkzeuge machen. Werkzeuge sind... Ja, komm, ich mach das mal. Und zwar, wir nehmen 40 Werkzeuge. Sage ihm aber auch gleichzeitig, dass er das Limit auf 150 setzen soll. Und wir werden nach und nach immer mehr Werkzeuge klauen. Ja, wir klauen Werkzeuge. Ja, und wir nehmen uns diese Werkzeuge und packen sie einfach hier unten rein. Ha. Was hätten wir denn noch so zum Tauschen? Lass mich mal gucken. Iron Tools werden jetzt weniger, genau. So, hier, 1000 haben wir schon drin, wenn ich das gerade richtig sehe, oder? Ja. Right. Sehr schön, genau, 1000 sind schon drin. Das heißt, wir haben... Oh, Iron Tools sind 8 wert. Okay, 10, 8 und 1. Oh, Entschuldigung, da hätte ich mich muten sollen. Muss ich gerade aufstoßen. Ah, ja. Bin noch nicht so lange wach. Ich weiß nicht, aber ich hätte irgendwie Lust, Fische mit Fische zu tauschen. Wisst ihr warum? Ich finde irgendwie, diese Fische brauche ich aktuell nicht wirklich als Nahrungsquelle. Also, sehe ich nicht wirklich. Okay, die sind zwar immer schnell weg. Okay, ja. Weil die Leute halt momentan alle Fische haben wollen. Aber, ich will erstmal 500 Fische im Lager haben. Dann habe ich nochmal... Ich meine... Der Fischer ist oder so jetzt gerade nicht so der mega wertvollste Nahrungsversorger. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben unsere Felder und hinten unser Gatherer, der oder so abgeht wie sonst was. Also von daher kann der Fischer gerade mal hier sich um den Trading Post kümmern. Jetzt haben wir schon 40 Werkzeuge. Also 40 mal 8 müsst ihr quasi rechnen. Das ist schon ein bisschen was. Was wir jetzt zum Tauschen haben. Grünzeug kommt immer mehr. Von diesen Sorghum können wir auch noch was reinhauen. Herbst, also Herbalist quasi, also diese Kräuter sind auch ziemlich wertvoll zum Tauschen. Weil die Perlen sind noch nicht rübergekommen. Okay. Aber das reicht erstmal. Hier seht ihr auch die... Wenn wir denn welche bekommen.
folgende Fragen. Oder eher besser gesagt folgende Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich habe wieder einen Laborer bekommen. Den Laborer brauche ich für die Jägerhütte, die fast fertig ist. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir haben gleich unseren Jäger und dann könnten wir die Schneiderhütte fertig machen und hätten unseren Schneider. Der Schneider hat auch einen großen Vorteil, wenn man genug Leder bekommt. Und wir bekommen übrigens Bone Meal durch den Jäger, was neu ist. Keine Ahnung, was man mit Bone Meal machen kann, also mit Knochenmehl. Ich weiß es überhaupt nicht. Da bin ich ziemlich gespannt. Aber das werden wir alles noch erfahren und sehen. So, hier, oh, jetzt wird es hier richtig grün. Ja. So, unsere Felder werden ja jetzt auch gerade gemacht. Also das Ding hier ist immer komplett verschwunden. Man sieht es kaum. Aber schon 325 Stocks in einem Jahr. Perfekt. So, hier seht ihr es, da laufen die kleinen Mann rum. Sieht momentan alles ein bisschen trist aus, um ehrlich zu sein. Was machst du denn da? Ah, der Dude vom Trading Post. Genau. Das ist sogar eine Sie. Das ist ein Er. Eine Sie. Sehr gut. Schließen. Iron Tools 15. Wir müssen halt gucken, dass wir genug Werkzeuge behalten. Aber die sollten nicht steigen. Die sollten jetzt, sollten nicht sinken, die sollten steigen. Wir bekommen mehr Iron Tools. Man hört noch schon arbeiten. Hört ihr es? Klick, 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 klick. Ha, der hackt schon rum. Nahrung, die sinken wir jetzt wirklich krass. Also diese 2000, die wir aus dem Lager genommen haben. Und die Tatsache, dass wir jetzt von dem Winter wieder in den Frühling sind. Und die Leute sich mit Nahrung eingedeckt haben. Boah, meine Stimme. Ja, dass die Leute sich mit Nahrung eingedeckt haben. Scheint sich ein bisschen, ja, bemerkbar zu machen. Aber das ist nicht so schlimm. 92 nur, das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir sind auf 92 runter. Das ist schon wenig. Wir waren auf 400 noch was. Krass. Soll ich da noch einen einstellen? Also ich könnte noch einen einstellen. Ich zeig's mal. Eins von zwei. Ich meine, da würden wir zwar mehr Brennholz bekommen, aber die Loks würden halt extrem senken. Oder sinken, nicht senken, sinken, genau. Aber ganz ehrlich, ich meine, solange wir im 100er Bereich mit den Loks sind, geht das eigentlich. Ich mach das mal, weil es ist wichtiger. Ich mach das und wenn ich sehe, dass wir von den Loks her richtig krass runtergehen, werde ich das wieder auf 1 setzen. Aber einen kleinen Boost brauche ich da jetzt gerade mal, damit wir hier wieder ein bisschen safer sind. Denn wenn unsere Häuser nicht gewärmt sind, dann sterben uns die Leute ab, weil sie frieren. Und deswegen ist das sogar wichtig, diese Änderung. Die Jägerhütte muss jetzt mal gerade warten. So, wir haben noch gar keinen Fisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Fisch immer instant weg ist. Die Perlen wurden noch nicht abgeholt. Ah, es liegt aber auch daran, dass sie hier momentan... Der hat ja hier noch die Nahrung geholt. Und die Iron Tools hat er geholt. Was ist denn low? Loks ist low. Ja, mit 120 sehe ich das nicht als low an, mein Guter. Ah, die Perlen sind auch da. Sehr gut. Und jetzt kann er als nächstes und als letztes die 500 Fische vorbeiholen. Das wird er dann von Zeit zu Zeit machen, wenn die da sind. Okay, sehr gut. Könnt ihr hier mal gucken, das ist weit weg von low. Im Moment. Das ist low. Das ist nicht gut. Ich meine, ich könnte jetzt auch das Ding hier aktivieren, zum Bau freigeben und dann 1-1 machen, aber wieso? Es können ja zwei Leute hier arbeiten, also warum soll ich jetzt 1-1 machen? Das ergibt keinen Sinn. Erstmal lassen wir die eine Arbeitsstelle aus. Es ist halt auch immer wichtig, dass ihr mehrere Leute an einem Arbeitsplatz habt, weil... Schaut mal, die hat sich jetzt zum Beispiel Loks geholt und hackt rum. Na? Und der andere, der ist, weiß ich nicht, gibt gerade wieder Brennholz ab oder... Was weiß ich, wo der gerade sich rumtummelt oder holt auch Loks. Mal gucken. Ah, der war irgendwo da unten, keine Ahnung, wo der herkam. Und das meine ich halt. Das ist genau wie bei den Holzfällern, wisst ihr? Ihr habt 4 Leute. So. Es werden nicht aber alle 4 instant Holz hacken, also Bäume fällen, sondern der eine ist quasi gerade auf dem Weg, Loks abzugeben, während der andere draußen vielleicht einen neuen Baum pflanzt, der andere fällt ein und der andere ist gerade am Holz hacken, also den Baum, den er gefällt hat, schon zuvor.
die vier Personen machen ja nicht alle das Gleiche, sondern jeder macht dann quasi immer etwas. Und so habt ihr einen durchgehenden Fluss an Ressourcenzuwachs, weil halt immer irgendeiner gerade unterwegs ist und Loks ja, zurückbringt. Und hier ist das halt quasi genauso. Durch zwei, ne? Seht ihr, die haut jetzt ab. Ich glaube, sie holt sich Werkzeug, ja, während der hier noch arbeitet. Also das Geben und Nehmen. Oder sie gehen auch manchmal zu den Hütten und wärmen sich auf oder holen sich ja, anderweitig Nahrung. So, und dass die Nahrung jetzt so weit gesunken ist, das macht überhaupt nichts, denn wir bekommen allein 3000 Nahrung durch die Felder wieder, circa, so Pi mal Daumen. Und wenn die Fischhütte ihr Maximum erreicht hat mit den 500, dann ist das auch wieder Nahrung. Wow, 9 Stück sind schon mal drin. Yeah, ich habe einen Wert von 9. Ja, kann irgendwas für 9 kaufen, GG. Außerdem haben wir hier noch 2500 Nahrung, wenn irgendwas passieren sollte. Dann könnten wir das machen. Ja, die Jägerhütte ist fertig. Sehr schön. Die Jägerhütte ist fertig. Also jetzt sieht man hier, wie grün das einfach aussieht. 121 Loks, das steigt alles. Das heißt, ich gebe dich zum Bau frei. Denn ich brauche jetzt nichts weiter außer Arbeiter. Und zwar 2 Stück. Einmal jemanden, der in die Jagdhütte kommt. Und einer, der aus dem Leder Kleidung macht. Das ist momentan alles, was wir brauchen. Ach ja, und nahrungstechnisch gesehen rastet die Jägerhütte auch richtig aus. Also gerade später, wenn ihr da viel Jäger drin habt, dann Rippen Pepperonis. Werdet ihr nie wieder Nahrungsprobleme haben. Und der Conno ist so still, weil ich so viel rede. Aber er sagt ja auch nichts. Da muss ich euch unterhalten. Ja, was soll ich dazu noch alles sagen? Weiß ich nicht, irgendwas. Dafür bist du doch da. Sonst hätten wir davor jetzt aufnehmen können. Rippen Pepperonis. 277 Fische. Aber hat ja auch, glaube ich, noch kein Jahr durchgearbeitet, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Jahr ist jetzt das erste Jahr. Also Jahr 6 ist das erste Jahr, wo die Fischehütte komplett durcharbeiten wird. Dann bin ich mal gespannt, wie weit er sich übertrifft. Ah, noch keine Perlen dieses Jahr bekommen. Ah. Deswegen habe ich 2 gebaut. Ich will mehr Perlen haben. Die sind so wertvoll. Aber wir haben Arbeitermangel. Ich guck gerade mal auf die Alter. Lass mich mal gucken. 42 schon. 42. Okay, wir brauchen bald einen Friedhof. Dauert aber noch. 42 ist jetzt nicht alt. Ganz und gar nicht alt. Also wenn ich jetzt richtig effektiv arbeiten will, dann bräuchte ich 4, 5, 7 Arbeiter. Nein, 6 Arbeiter bräuchte ich. Und ich muss niesen, meine Allergie kommt. Wie immer. Oder auch nicht, wer weiß. Naja, selbst wenn sie kommt, dann werde ich mich ja vermuten, es juckt ja keinen. So, hier drüben wollte ich ja... wie gesagt, ich habe momentan keine Dudes. Im Winter habe ich Dudes. Also im Winter habe ich quasi die Feldarbeiter. Die könnten mir hier dann noch mehr Loks abmetzeln. Eisen und Stein besorgen. Wobei wir aktuell von allem etwas haben. Okay, Eisen 99. Das liegt daran, dass der Dude seine Werkzeuge durchgehend macht. Aber an sich, Loks steigen. 144. Obwohl wir jetzt 2 hiervon haben, die Brennholz machen. Was übrigens auch wieder steigt. Und wir haben den Schmied, also den Blacksmith, der aktuell Werkzeuge macht und auch Loks braucht. Und trotzdem haben wir keinen Lokmangel, also wir haben keinen Holzmangel. Die beiden Forester mit jeweils 8 Leuten kommen jetzt hinterher. Also die haben jetzt ihre Phase erreicht, wo sie wirklich echt effektiv arbeiten. Und vielleicht arbeiten sie noch nicht mehr effektiv, vielleicht ist hier irgendwo noch der ein oder andere ungebildete Arbeiter. Da war gerade ganz der Schwall Holz verschwunden. Da war gerade ein ganzer Schwall Holz verschwunden auf 126 runter. Ja. Wo du es gesagt hast. Ja, was an der Baustelle liegt. Da. Hier und dann haben die wahrscheinlich noch gleichzeitig und der. Da haben wahrscheinlich gerade alle irgendwie Holz abgeholt. Aber Tatsache, du weißt ja, wir waren bei 102, wo wir jetzt gerade fast wieder hin sind. Und waren aber jetzt gerade auf 130. Und das bevor ich das Ding hier zum Bau ausgewiesen habe. Also guck, jetzt sind ja 2, 3 Schlocks wieder. 93. 101. Krass, wie groß ist denn das Delay? Ich habe schon wieder 120.
im Moment ein größeres Delay, ne? Bei dir auch schon. Bei mir auch. 120. Ja, 120, aber das war jetzt bei mir schon 30 Sekunden so, oder? Circa.